Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball. Link zum kostenlosen Download findet ihr ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Holt euch die App und jetzt viel Spaß beim Video. Wir packen Cristiano Ronaldo je eine Saison in je eine der Top 5 Ligen in Europa. Bedeutet Deutschland, England, Spanien, Frankreich und natürlich auch Italien. Eine Saison Cristiano Ronaldo, einmal natürlich in der Serie A, in der La Liga, in der Premier League, in der Liga und in der Bundesliga. Und am Ende gucken wir, in welcher Liga hat Ronaldo tatsächlich die meisten Erfolge erzielt. Erfolge jetzt in diesem Experiment lediglich auf die Tore bezogen. Da wird dann ein Durchschnitt errechnet, dass man natürlich auch eine Transparenz hat, sage ich mal. Man kann es ja nämlich in der Simulation nicht beeinflussen, wann ist der Spieler verletzt, wie oft wird er eingesetzt und wie weit kommt man natürlich in den ganzen Wettbewerben. Dementsprechend ist natürlich dann der Durchschnittswert am Ende aussagekräftig. Für alle, die sich fragen, was gab es zu essen? Nein, hier, das ist nichts zu essen, das ist lediglich eine Creme, weil ich mich da leider aufgekratzt habe. Also das auf jeden Fall mal dazu. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, gerne auch mit anderen Ligen, mit anderen Spielern und anderen Vereinen, dann lasst das mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt fleißig weiter Kommentare, abonniert auch sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und folgt mir sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Danke für den Support der letzten beiden Videos. Wir sind richtig geil ins Jahr 2021 reingestartet. Morgen geht's mit der BVB-Karriere weiter. So weit, so gut. Facecam verschwindet. Wir starten rein ins Experiment und ich hoffe, es gefällt euch. Let's go! Liga Nummer 1 ist die Serie A und da nehmen wir natürlich Juventus Turin, aka Piemonte Calcio, wo Cristiano Ronaldo auch in der Realität seinen Vertrag hat. Ich habe die Formation etwas angepasst. Im 5-3-2 geht es vorne mit Cristiano Ronaldo also in diese Serie A-Saison, um zu schauen, wie viele Tore erzielt CR7 bei Juventus. Wir simulieren das quasi jetzt dann durch, gucken am Ende so gesehen nur auf die Statistik und dann geht es auch schon in die anderen Länder. Ganz kurz zur Startformation. Neben Ronaldo haben wir Morata, dann haben wir Dybala, wir haben Arthur und Ramsey im Mittelfeld, dann eine Fünferkette mit Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Chiellini, Alexandro und hinten drin ist Wojciech Szczęsny. Mir ist dann noch eine Idee gekommen, dass wir tatsächlich die Rollen auch so anpassen, dass Cristiano Ronaldo womöglich mehr Tore schießt. Also beide kurzen Freistöße gehen auf ihn, genauso auch den Elfmeter. Linke Ecke, rechte Ecke, absichtlich andere Spieler, sodass Ronaldo womöglich im Mittelfeld dann die Kopfbälle machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ist soweit alles erklärt. Es geht natürlich auch in der Champions League-Saison. Wir wollen alle Wettbewerbe mitnehmen. Juventus Turin, aka Piemonte Calcio und Cristiano Ronaldo. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns in der Wintertransferphase. Wir sind angekommen am 1. Januar und blicken natürlich jetzt direkt erstmal im Kalender zurück auf die gespielten Champions League-Spiele. Da war es ein 3-0 gegen Rizespor, die ersetzen. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, wer da realitätsgetreu noch mit dabei gewesen wäre. Ich glaube, das ungarische Team. Dann haben wir gegen Barca verloren, dann war es hier ein 3-3 gegen Kiew, ein 2-2 gegen Kiew, 5-2 gegen Rizespor und zu guter Letzt ein Unentschieden gegen Barca. Ronaldo hat sich tatsächlich bereits um 2 Ratingpunkte verschlechtert. Wir gucken nur ganz kurz die Statistik an. 14 Spiele hat er gemacht. Das ist deutlich weniger als eigentlich erwartet. Aber um genau das vorzubeugen, dachte ich mir, ich schreibe am Ende der Saison nicht nur die Statistik auf, wie viele Tore, sondern auch einen Schnitt, wie viele Spiele hat er gemacht, wie viele Tore hat er erzielt. So hat man einfach viel mehr Transparenz, wie ich finde, und am Ende hat man dann auch unterm Strich tatsächlich ein Ergebnis, mit dem man dann auch wirklich arbeiten kann. Und ihr schreibt mir jetzt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wo glaubt ihr, in welcher Liga hat es Cristiano Ronaldo am einfachsten und in welcher Liga trifft er am meisten? Es könnte natürlich auch irgendwie entscheidend sein, je nachdem, welche Formation man spielt, aber auf das will ich nicht großartig eingehen. Ja, hier ist es, denke ich, gut für die Offensive. Ja, da ist ein Mann weniger, weil man hinten eine Fünferkette hat, ist aber alles egal. Er hat ein paar Mal getroffen, Juve steht ganz gut da, wir spielen Champions League und jetzt gehen wir ans Ende der Saison und gucken mal, inwieweit das da gelaufen ist. Die Saison ist zu Ende und jetzt geht's ans Eingemachte, es geht ans Zählen. Wie war die Serie A für uns, für Juventus? Da haben wir gewonnen, 102 Punkte, aber wie war die für Cristiano Ronaldo? Wir haben 93 Tore erzielt, insgesamt tatsächlich kein einziges Spiel verloren. Supercoppa 2-1 gegen den SSC Napoli noch am Anfang der Saison, hier im Pokal war Endstation bei Inter Mailand und in der Champions League war, glaube ich, direkt im Achtelfinale Endstation gegen Paris, genau so ist es. Ronaldo hat sich tatsächlich nicht weiter verschlechtert. Er ist auf der 90 geblieben, hat insgesamt 28 Tore erzielt aus 39 Spielen und das ist schon mal richtig gut. Warum aber möchte ich unterm Strich den Durchschnittswert? Ganz einfach, weil man in der Simulation nicht beeinflussen kann, wann und wie oft der Spieler spielt, geschweige denn, wie weit der Verein kommt und ob der Spieler sich gegebenenfalls eventuell sogar verletzt. Dementsprechend ist das, denke ich, die aussagekräftigste Art. Und um den Durchschnitt zu errechnen, nehmen wir die Tore, teilen die durch die Einsätze insgesamt und kommen dann auf einen Schnitt von 0,717. Ich werde das vermutlich immer bis auf 2 Kommastellen aufrunden, sodass wir hier bei 0,72 Tore pro Spiel sind. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Bei Juventus Turin in einer anderen Liga könnte das natürlich noch anders laufen. Wir gehen zurück nach Madrid, heißt Real Madrid, ab in die La Liga. Und da gucken wir, wie es wieder läuft, wenn Cristiano Ronaldo denn zurückkehren würde. Im 4-3-3 neben Hazard, Asensio, dann haben wir dahinter natürlich Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Mondi, Ramos, Varane, Carvajal und Thibaut Courtois im Tor. Haben dann selbstverständlich Cristiano Ronaldo wieder bei
beide Freistöße und natürlich auch den Elfmeter übergeben, sodass er da vermutlich nochmal ein paar Scorerpunkte mitnehmen kann. Und starten dann auch hier in die Simulation Richtung 1. Januar, gleichbedeutend mit der Wintertransferphase. Wobei in diesem Experiment sind Transfers total zweitrangig. Wir sind am 1. Januar angekommen. Wir hatten einen unfassbar katastrophalen Dezember mit nur einem einzigen Sieg gegen Bilbao, verloren gegen Villarreal, unentschieden gegen Eibar, gegen Barcelona und Schachtar Donetsk in der Champions League. Und genau das ist das passende Stichwort. Wir blicken nämlich zurück auf die gespielten Spiele da. Wir hatten ja eine Mördergruppe, schlagen Gladbach zum Auftakt, dann auch Schachtar 2-0, dann unentschieden gegen Inter, dann haben wir eine Niederlage gegen die Nerazzurri, schlagen dann wieder Gladbach, spielen unentschieden gegen Donetsk. Das ist okay. Es ist also gerade so gelungen. In der Realität kommen wir weiter und Gladbach genau. Inter ist sogar komplett raus. Schachtar Donetsk geht ja da in die Europa League. Das wird sich vermutlich hier nicht unbedingt wiederholen. Oder hat sich vermutlich nicht wiederholt. Wir gucken mal drauf. Nee, Inter und wir weiter. Wir nur Zweiter. Von daher einen schweren Gegner direkt mit Manchester City. Ist aber alles natürlich dann eine Sache vom Ende der Saison. Da gucken wir dann drauf. Ronaldo hier noch bei einer 91. Das war ja bei Juventus nicht so. Der hat sich direkt früh um 2 Punkte verschlechtert. Lassen wir uns überraschen. Gucken, wie das Ganze läuft. Jetzt ganz kurzes Zwischenfazit in Sachen Statistik. Da gucken wir natürlich drauf. Cristiano Ronaldo hat ein paar Spiele gemacht. Hoffe ich zumindest mal. Es waren insgesamt, wo ist er denn hier? 28. Hat 11 Tore. Das ist noch keine allzu gute Statistik. Also ich glaube, die von Juventus holt er nicht mehr auf. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Ich bin gespannt. Vielleicht hat es ja doch noch für eine Überraschung gesorgt. Ja, um ansatzweise im Schnitt Spiele bzw. Tore pro Spieler ranzukommen an das, was er letztes Jahr bei Juve gemacht hat. Denn da hat er 0,72 Tore pro Spiel, was gar nicht mal verkehrt ist. Ja, und natürlich ist auch klar, dass man eine Saison nicht nehmen kann, um da wirklich unterm Strich dann ein Ergebnis zu haben, mit dem man wirklich arbeiten kann. Aber für dieses Experiment bleibt uns nichts anderes übrig. Es gibt nochmal einen 4:2 Erfolg über den SD Eibar und jetzt gucken wir also rein. Wir stehen auf Platz 3. Letztes Jahr sind wir mit Juve Meister geworden und hier haben wir auch das Manager-Rating gesehen. Katastrophal. Wenn das nicht das Experiment wäre, wären wir vermutlich keine weitere Saison da. Ist im Endeffekt aber egal. 74 Tore, das ist alles ganz gut. Natürlich hat man hier vermutlich auch qualitativ bessere Konkurrenten als noch in der Serie A. In der La Liga ist es schwierig. Wir gewinnen aber hier tatsächlich den Supercopa. Ja, im Finale gegen Barca, im Halbfinale gegen Real Sociedad. Copa de España kann ich es euch gar nicht sagen. Da war Endstation im Achtelfinale beim FC Granada mit 4:2 und in der Champions League war auch direkt im Achtelfinale Endstation das gegen City. Das war aber fast klar mit dem 4:1. Ja, also auch hier sind wir noch nicht weitergekommen wie letztes Jahr mit Juventus. Ronaldo ist auch hier wieder auf dem 90er Rating mit einem Live-Rating sogar auf einer 94. Also das ist tatsächlich hier genauso identisch wie zuvor in der Serie A. Und jetzt gucken wir drauf. Die Statistik besagt 54 Spiele, deutlich mehr als noch zuletzt. Allerdings hat er hier weniger Tore erzielt. Ich kann mich daran erinnern, 39 Spiele unter Juventus Turin und 28 Tore. Und das hier ist nicht mal eine 0,5er Quote. Das sieht man ja sofort. Es ist eine 0,46er Quote. Das ist nicht mal in jedem zweiten Spiel ein Tor. Ja, dann kommt es im dritten Spiel, kann er immer mal wieder treffen. Aber trotzdem ist das gut. Das ist keinesfalls eine schlechte Statistik, versteht mich da nicht falsch. Aber natürlich, um da ranzukommen von Juventus Turin, hat es jetzt nicht gereicht. Also, Cristiano Ronaldo in der La Liga. Irgendwie hatte ich die Ligen so als Favoriten eingeschätzt. Aber vielleicht ist es ja in der Bundesliga besser. Und da sind wir selbstverständlich beim deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München, ebenfalls dem amtierenden deutschen Meister der Vorsaison. Und nicht nur das, sondern auch Trippelsieger. Die haben den DFB-Pokal gewonnen, die Bundesliga und die Champions League. Und eventuell funktioniert das ja auch nochmal mit Ronaldo. Neben ihm haben wir den Fußballer des Jahres, Robert Lewandowski. Vielleicht löst ihn hier zumindest virtuell jetzt CR7 wieder ab. Wir haben dann hier Müller auf der 10. Das habe ich etwas angepasst. Seht ihr hier, ich packe den auf die 10, Goretzka auf der 8. Links haben wir Sané, rechts haben wir Gnabry, Kimmich hinten rechts. Den trainiere ich noch um, dass er dann auch wirklich Rechtsverteidiger ist. Boateng mit einer 84 hat mich überrascht. Alaba genauso, Hernandez 83 und Neuer hinten drin. Und dann auf der Bank Coman, der könnte genauso in der Startelf stehen. Auch Süle und Alphonso Davies. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich nur nach dem Rating gegangen. Und natürlich schießt auch wieder hier Cristiano Ronaldo Elfmeter und Freistöße in der Hoffnung, dass er da ein paar mehr Scorerpunkte holt. Ich weiß nicht, die La Liga war tatsächlich nicht ganz so erfolgreich, aber die Serie A auch eigentlich nicht. Meine Erwartungen sind etwas zu hoch. Ich vermute, in der Bundesliga könnte er anknüpfen an die Leistung aus der Serie A. Ich glaube aber tatsächlich, in der Liga A kann er das meiste holen. Wenn wir den zu Paris packen, neben ihm Mbappé und Neymar, dann funktioniert vorne einiges. Ist aber auch eine hohe Konkurrenz. Bedeutet, andere Spieler könnten ihm die Tore wegnehmen. Es ist alles so unfassbar schwierig, aber ein Experiment, was unfassbar viel Spaß macht. Ich freue mich drauf. Und deshalb auch wieder hier natürlich der Sprung an den 1. Januar. Auch hier haben wir natürlich die Hinrunde bestanden. In der Champions League hoffentlich auch. Wir gucken drauf. Hatten Lok Moskau 2-1, 1-1 gegen Atletico, dann 3-0 Red Bull Salzburg, im Rückspiel 1-1. Auch nur unentschieden gegen Lok, aber dann nochmal ein deutliches 4:1 über Atletico Madrid. Das läuft auf jeden Fall. In der Liga stehen wir auf Platz
1. Den Erwartungen laufen wir nicht hinterher. Ganz im Gegenteil, ja, Joshua Kimmich, der kann jetzt als Rechtsverteidiger tatsächlich Stamm spielen. Hat er selbstverständlich schon die ganze Zeit gemacht, aber trotzdem trainieren wir ihn jetzt wirklich um. Dann ist er auf der Position zu Hause und Cristiano Ronaldo steht da mit einer 91, einem Live-Rating von plus 4 und hoffentlich einer richtig guten Statistik. Er hat aber natürlich nicht nur sich selber, sondern auch Robert Lewandowski. Den muss man auch irgendwie mit Toren füttern und es ist so, dass Ronaldo deutlich mehr Tore erzielt als noch Robert Lewandowski hier. Wir sehen zwar ein Spiel weniger als zuvor bei Robert Lewandowski, allerdings das Doppelte an Toren und auch deutlich mehr Vorlagen. 18 Tore, 29 Spiele, das ist doch mal ganz in Ordnung. Er braucht aber trotzdem noch einen deutlich besseren Lauf, um im Endeffekt dann auch wirklich abliefern zu können und tatsächlich an die Statistik von der Serie A ranzukommen. Geht tatsächlich jetzt ausnahmsweise in ein Finale und ich habe mir überlegt, in die Finalpartien gehen wir jeweils in die Schnellsimulation, um zu schauen, ob Ronaldo vielleicht genau in diesen Spielen spielentscheidend sein kann. Hoffenheim ist der Gegner Ronaldo weiterhin auf einer 90, gleich auf jetzt mit Robert Lewandowski und ein Team um sich rum, das wirklich Weltklasse ist. Aber in der Champions League, das vorab, ist es nicht wirklich weit gegangen. Hier ist es ein 2:0, es ist Müller und Gnabry und irgendwie sinnbildlich für die bisher gespielten drei Saisons, egal ob Italien, Spanien oder Deutschland, es ist irgendwie deutlich unter den Erwartungen. Aber natürlich waren meine Erwartungen auch so, dass ich sage, Ronaldo schießt irgendwie gefühlt alle Tore. Auch das muss man mit einbeziehen und natürlich dann außen vor lassen, weil das darf man so nicht nehmen. Trotzdem ist der FC Bayern München Doublesieger. DFB-Pokal habt ihr gerade eben gesehen. Die Bundesliga führen wir deutlich an. 80 Tore erzielt, nur 18 kassiert. Eine einzige Niederlage mit Juve waren wir tatsächlich ohne Niederlage. Die komplette Saison hier gegen Hoffenheim gewonnen. Davor haben wir Leverkusen geschlagen, Hertha auch und dann haben wir genauso Wolfsburg hinter uns lassen können und Freiburg. Die Champions League entscheidet sich zwischen Inter und Piemonte Calcio. Also das ist etwas überraschend, wie ich finde. Ja, bei Juve waren wir ja schon. Da sind wir klar direkt im Achtelfinale rausgeflogen. Hier war es das Viertelfinale gegen Atletico Madrid 2:1, nachdem wir in der Gruppenphase zuvor einmal unentschieden 1:1 gespielt hatten und einmal 4:1, ja, verlieren wir dann hier. Ist zwar bitter, aber gut, zum Abschluss gibt es natürlich den Blick auf die Statistik von Cristiano Ronaldo beim FC Bayern München. Das Rating haben wir ja gerade eben gesehen, das ist oder bleibt auf der 90-2 bei Bayern, bei Juve und auch bei Real Madrid. In der Statistik heißt es hier 34 Tore, 9 Vorarbeiten, aber die beziehen wir nicht mit ein. 34 Tore aus 53 Spielen, das ist doch mal gar nicht so verkehrt. Und ich würde behaupten, es könnte auch so eine 0,6er-Quote sein. Im Kopf kann ich das natürlich nicht rechnen, deshalb hier in den Taschenrechner eingetippt und es ist eine 0,64er-Quote von Cristiano Ronaldo beim FC Bayern München. Deutlich besser als zuvor in der La Liga, in der Bundesliga funktioniert es, aber jetzt bin ich echt gespannt, wie es in Frankreich läuft, denn da vermute ich, könnte Ronaldo ja natürlich mit der großen Konkurrenz nicht unbedingt was holen, aber ich glaube schon, das wird eine richtig, richtig geile Sache in der Liga und deshalb gehen wir dahin. 53 Spiele, 34 Tore, Cristiano Ronaldo war trotzdem unterm Strich der beste Spieler im Kader. Offensiv die bis dato stärkste Mannschaft, ja, ich denke, das ist kein Geheimnis und das ist auch nicht mehr zu toppen. Wir haben Neymar, Ronaldo, wir haben Mbappé, auf der 10 dann Di Maria, ich komme gar nicht drauf, hier ist es, dann auf der 8 Berratti, auf der 6 haben wir Pereira, ihr seht, es ist etwas durcheinander, muss ich aber so machen, Di Maria kann komischerweise auf der 10 spielen. Wir haben dann hier in drin Florenzi, Marquinhos als Kapitän, Kimpembe und Bernat und im Tor Navas. Ich denke, defensiv und auch so im Kollektiv ist es nicht die beste Mannschaft, aber trotzdem ist es auch nicht die stärkste Liga und wir könnten da natürlich mit sehr vielen Toren rechnen. Wie auch hier werden natürlich wieder die Rollen intern in der Mannschaft geändert. Ja, da hat es ja in der Realität schon ganz oft Probleme gegeben. Jetzt sind wir Trainer, jetzt ist Ronaldo da, der schießt alle Standardsituationen inklusive Elfmeter. Und dann das Thema Konkurrenz, was ich ja bereits schon mit Bayern angesprochen hatte. Hier größer als je zuvor. Mbappé, der wird sich noch weiter steigern. Dann haben wir Ronaldo, wir haben Neymar dahinter, Di Maria. Ich glaube schon, dass wir viele Tore erzielen, aber ich glaube, dass die Außenbahnspieler mehr machen werden. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare zum aktuellen Zeitpunkt, was glaubt ihr? Und dann starten wir rein. Und für alle die, die sich fragen, wie mache ich es eigentlich mit dem Vorbereitungsturnier? Ich nehme immer das mit dem meisten Geld, was in den meisten Fällen auch das ist mit den stärksten Gegnern. Also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Vorteile bei welcher Mannschaft auch immer hat. Eine eigentlich katastrophale Hinrunde. Was habe ich mir dabei gedacht? Gegen Nizza nur unentschieden. Nee, verloren, genau. Wir haben davor unfassbar schlecht gespielt. Und ich weiß nicht mal, ob es in der Champions League gereicht hat. Da gucken wir jetzt als allererstes drauf. Erstes Spiel 4-4 Başakşehir hier. 2-1 gegen United, dann 2-1 gegen Leipzig gewonnen, unentschieden, verloren gegen Başakşehir hier. Und hier nochmal ein Sieg über United. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind raus und auch bald vermutlich bei Paris nur Zweiter in der Liga. Ich kann euch nicht sagen, ob es für uns in der Champions League weitergeht. Trophée Champion gucken wir drauf. Da haben wir gewonnen. Nee, haben wir nicht. Im Elfmeterschießen verloren. Perfekt, perfekt.
Es läuft katastrophal. Der einzige Vorteil beim Coupe National ist, dass wir frühestens ab der nächsten Runde mit reinkommen. Ja, das ist tatsächlich das Beste bis hierhin. Dann gucken wir auf die Champions League. Ist Paris dabei? Ja, gegen Liverpool. Mit Ach und Krach, das kann man keinem erzählen. Was war das für eine Gruppe? Vor allem, wie eng war die Gruppe? Bis zuletzt hätte Başakşehir hier mit einem Sieg über Leipzig tatsächlich an allen vorbeiziehen können und wäre Gruppenerster geworden. Also das ist natürlich für die Türken dann denkbar bitter. 2:0 verloren gegen RB. Ganz kurzes Zwischenfazit bis hierhin. Die Maria möchte von Anfang dieser Saison wechseln. Werde ich jetzt aber noch nicht machen, denn Transfers sind ja nicht erlaubt. Machen wir auch nicht. Neymar 11-mal getroffen. Dann haben wir hier Mbappé 9-mal und wir haben Cristiano Ronaldo 12-mal. Bei 31 Einsätzen ist das aber auch nicht die Welt. Ja, in der Rückrunde können die gerne alles rausreißen. Vielleicht wäre die Europa League gar nicht so schlecht gewesen, aber fürs Manager-Rating ist es, glaube ich, gut, dass es für uns hier noch weitergeht. Wir sind gleich am Ende dieser Saison angekommen und dann gibt es eine riesen Überraschung. Wir stehen trotz Gegner im Achtelfinale Liverpool im großen Champions-League-Finale und ich habe es im Kalender mitsimuliert, beziehungsweise habe mitbekommen, wie es gelaufen ist. Ja, ich bin tatsächlich auch mal gegen United zuvor schon mal zurück, dass ihr jetzt quasi nicht das Champions-League-Intro seht, sonst würde das Video zumindest kurzzeitig gesperrt werden und das will ich damit umgehen. Dementsprechend können wir jetzt direkt zurück, gucken auf den ganzen Werdegang, auf die Statistik und spielen natürlich jetzt in allererster Linie dieses Finale. Also wir spielen es jetzt nicht wirklich, sondern gehen in die Simulation mit Cristiano Ronaldo. Schnellsimulation im Atatürk Olympiastadion. Ich bin sehr gespannt. Holen wir tatsächlich hier den Champions-League-Sieg? Ja, holen wir, weil zuvor, wir gucken mal drauf. Hier war es Coman und dann Cristiano Ronaldo in einem unfassbar ausgeglichenen Spiel. Trifft er später dann auch noch seinen Elfmeter. Mbappé verschießt bei uns, zuvor aber Sané bei Bayern. Florenzi verschießt, Coman auch, Sarabia trifft, Goretzka, Paredes, Kimmich, Juan Bernat, der ehemalige Münchner, der damals, ja, ihr kennt alle die Geschichte, weg ist zu Paris, trifft also hier zum entscheidenden 5:4 und wir gewinnen das erste Mal aus Frankreich jetzt mittlerweile, also mit einem Team aus Frankreich, diese Champions League im vierten Anlauf. Wir waren in der La Liga, ja, wir waren in der Serie A, wir waren in der Bundesliga und jetzt in der Liga und zum krönenden Abschluss geht es gleich noch in die Premier League. Wir hatten eine bombastische Rückrunde, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alles gewonnen, ja, 73 Tore, wir haben die drittbeste Defensive hier, sind gerade noch Meister geworden, also hier haben wir tatsächlich das Double-Trophäe-Champion, zählt ja eh nicht da, Glückwunsch nach Marseille, Coupe National, da haben wir das Ding auch nicht gewinnen können, gegen Saint-Étienne im Elfmeterschießen rausgeflogen, aber in der Champions League ist vielleicht der Werdegang der Vollständigkeit halber noch wichtig, im Halbfinale schlagen wir Porto, das war natürlich ein absolutes Glückslos, Viertelfinale war es ein 7:3 über Madrid und im Achtelfinale war es ein 2:1 gegen Liverpool, nachdem es ein 0:0 aus dem Hinspiel war und nachdem wir eigentlich schon so gut wie sicher raus waren. Keine Ahnung, woran das hier festgemacht wurde, weil wir haben das eine Spiel 1:2 verloren gegen United, das andere 1:2 gewonnen und dann hier vermutlich ein Tor mehr geschossen. Also wirklich unfassbar eng, unglaublich glücklich. Und Cristiano Ronaldo ist das natürlich auch, weil er einen Double-Sieg erneut hier in der Hand hat und vor allem den Henkelpott mit Paris Saint-Germain. Verletzungspech, eine eventuell zu schwache Defensive und auch im Mittelfeld sah es nicht wirklich rosig aus, aber trotzdem war es genau das, was wir gebraucht haben. Florenzi hat 10 Tore erzielt. Die hätte er doch lieber mal aufs Konto von Cristiano Ronaldo packen können, denn der hat 25 hier und aus 59 Spielen die bis dato schlechteste Quote ist ganz, ganz bitter, aber auch hier ist er wieder der beste Spieler, ja, er trifft nämlich öfter als Mbappé und als Neymar, der dann natürlich zusammengerechnet mehr Vorlagen hat, aber trotzdem, gemessen an den Toren, hat er überall bisher abgeliefert. Zusammengerechnet ist das eine 0,42er Quote, ja, er hat die meisten Spiele hier bei Paris gespielt, hat aber die wenigsten Tore zusammen mit der La Liga, da hat er auch 25 Mal getroffen erzielt und somit eine 0,42er Quote, was die bis dato mit Abstand schwächste ist. Wir sind angekommen in der Premier League und da haben wir jetzt nicht das stärkste Team genommen. Das ist vermutlich, da kann man sich drüber streiten, Manchester City oder der FC Liverpool. Hier ist Cristiano Ronaldo ebenfalls wie zuvor bei Real Madrid zurück an alter Wirkungsstätte. Er kennt das Old Trafford, er kennt Sir Alex Ferguson, der zwar nicht mehr im Amt ist, aber trotzdem noch eine wichtige Rolle spielt und er kennt vor allem den kompletten Verein und jetzt hat er hier Marcus Rashford, Martial, dann aber Bruno Fernandes, wie im Pogba, der Weg hinten waren Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire und Tejes und David De Gea im Tor. Die Defensive ist nicht die stärkste, das könnte uns zum Verhängnis werden. Zuvor, aus der Paris-Saison, hatten wir ja United in der Gruppenphase, die haben wir gerade so schlagen können, die unfassbar knapp hinter uns geblieben sind. Es ist also eine machbare Gruppe, wo sicherlich bei uns jetzt hier United neben uns Paris weiterkommen sollte. Das ist das Ziel. Wie weit das Ganze dann funktioniert, sehen wir natürlich gleich. Cristiano Ronaldo ist gesetzt, nicht nur in Sachen Standards, sondern natürlich auch in der Sturmspitze und wir lassen uns überraschen,
überraschen, wie es dieses Jahr funktioniert. Vielleicht ist ja genau das Richtige, wenn das Team eigentlich ja verhältnismäßig aus den ersten vier zusammengerechnet aus den jetzigen fünf das Schwächste ist, dass er da die größte Rolle einnehmen kann und dort vielleicht die meisten Scorerpunkte holt. Lassen wir uns überraschen und wir sehen uns am 1. Januar. Die Gruppenphase in der Champions League sehen wir nochmal hier. Leipzig, Paris und weiter geht's zu guter Letzt noch mit Başakşehir hier. Ob es in der Champions League gereicht hat fürs Achtelfinale, weiß ich nicht. Aber vielleicht wäre das, ich sag mal, Europa League Achtelfinale bzw. Runde der letzten 32 auch nicht so verkehrt. Unentschieden Leipzig, unentschieden Paris, 2-0 Sieg über Başakşehir, unentschieden Başakşehir, Sieg aber über RB und hier nochmal unentschieden über Paris. Das müssten 12 Punkte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Kein einziges Spiel verloren, Manager-Rating trotzdem im roten Bereich. FA Cup startet erst, die ganzen Wettbewerbe gucken wir uns am Ende der Saison an. Die Champions League ist jetzt viel wichtiger und da treffen wir auf Inter Mailand, sind Gruppenerster, habe ich 12 Punkte gesagt. Haben wir 4 Spiele unentschieden gespielt? Ja, okay, ich hatte 3-3 im Kopf. Ja gut, dann mein Fehler. Aber trotzdem, es ist wieder ähnlich eng wie noch zuvor bei Paris. Aber trotzdem, wir sind Erster, treffen auf Inter, haben da alle Chancen offen. Gucken noch ganz kurz als kleines Zwischenfazit auf Cristiano Ronaldo. Der hat weiterhin die 91. Das ist übrigens überall. Ja, wenn er es hier auch schafft, in allen 5 Saisons gleich geblieben, dass der von der 92 zum Ende der Saison auf eine 90 geht. Also minus 1 im Rating, wir sehen Cavani hier, minus 3 schon. Also der hat da gar keine große Möglichkeit, sage ich einfach mal, aber es spielt Pellistri ganz, ganz oft, verstehe ich nicht. Ronaldo 11 Tore, 33 Spiele, nee, also ich glaube, das ist es nicht. Also ich meine tatsächlich, dass er dann bei der alten Dame, bei Juventus, mit der 0,72er-Quote, glaube ich, dies Jahr war, die beste Quote aus allen 5 europäischen Top-Ligen holt. Auch hier müssen wir tatsächlich die Simulation verlängern. Eigentlich geplant war hier der 17. Mai, ihr merkt, wir sind jetzt angekommen, ich kann hier wieder die Tage hin und her switchen. Wir verlängern aber, denn es gibt ein Finale, ich glaube, es ist der FA Cup gegen die Tottenham Hotspur und wir kommen tatsächlich aus einem perfekten Monat Mai. 4 Spiele, 4 Siege, das wollen wir hier perfektionieren. Ob das funktioniert, sehen wir natürlich jetzt im Wembley Stadium, heißt es hier, das FA Cup Finale und vielleicht auch hier wieder ein Titelgewinn für Cristiano Ronaldo. Wäre doch eine schöne Geschichte zum Ende hin. Gucken wir mal, was da rauskommt und es ist ein 2-1. Marcus Rashford, es ist Harry Kane und dann nochmal Alex Tail. Ein eigentlich ziemlich ausgeglichenes Spiel, zumindest gemessen an der Statistik, aber ein 2-1 Erfolg heißt, United gewinnt den FA Cup und Ronaldo war mächtig auf Titelsammlung, zumindest in den jetzt 5 verschiedenen Ländern mit 5 verschiedenen Ligen und natürlich ganz anderen Systemen. Die haben 3 Punkte Rückstand auf City, sind Vizemeister. Auch das überrascht mich etwas, denn zum Winter sah es gar nicht so gut aus. Da waren wir, glaube ich, 5. oder irgendwie so. Den FA Cup haben wir natürlich gewonnen. Im Halbfinale gegen die Blackburn Rovers. Wie weit sind die denn gekommen? Ja, dann haben wir hier AFC Bournemouth. Wir hatten hier einen Sieg über Liverpool. Ja, also keinesfalls irgendwie so ein Selbstläufer. Auch Chelsea mussten wir schlagen und in Runde 3 war unser Gegner der FC Watford. Da mussten wir tatsächlich dann in das Wiederholungsspiel, was wir dann 3-1 bei Watford gewinnen konnten, im Carabao Cup, war Endstation in Runde 3. Ich habe schon mal geschaut, da war unser Gegner der FC Everton mit 2-1 und jetzt gucken wir noch auf die Champions League. Ja, auch da weiß ich, wie es gelaufen ist. Ausgeschieden hier deutlich mit einem 4-1 gegen Inter. Das Hinspiel bei Mailand, also im San Siro, waren 1-1 und dann verlieren wir das Ding. Die schlagen dann Porto und hier verlieren sie gegen Atletico. Der Gewinner ist entweder Liverpool oder Atletico Madrid und welcher Gewinner in Sachen Statistik, ja, Durchschnitt Tore pro Spiel, ja, welches Land ist der Gewinner? Das werden wir jetzt hier rausfinden. Tendenziell aber denke ich, es bleibt bei der Serie A. Ob die Premier League da noch irgendwie Konkurrenz ist? Nein. Und es ist sogar die schwächste Statistik. Knapp jedes dritte Spiel nur in Anführungszeichen ein Tor. Klar ist trotzdem, und da bleibe ich auch dabei, er trifft ganz, ganz oft und wieder das 90er Rating, 21 Tore, 8 Torvorlagen, das ist gut, aber Bruno Fernandes war der deutlich bessere Spieler. Deutlich, naja, mehr Vorlagen, ein paar mehr Tore, ist dann unterm Strich doch ganz gut. Pellistri, keine Ahnung, warum der so oft gespielt hat, aber gut, ja, Cristiano Ronaldo, 21 Tore. Ich guck mal ganz kurz, was genau der Schnitt hierbei ist. 0,36 Tore pro Spiel. Naja, okay, unterm Strich ist es trotzdem gut. Ihr seht jetzt dann am Ende gleich auch noch meine komplette Übersicht, welche Statistik, wie viele Tore pro Spiel und so weiter und so fort. Gewonnen hat also die Serie A mit 0,72, dicht gefolgt dann von der Bundesliga mit 0,64. Dann ist es alles ziemlich identisch. Die La Liga aber auf Platz 3 mit 0,46 Toren pro Spiel. Dann kommt die Liga A mit 0,42 und zu guter Letzt jetzt die Premier League mit 0,56. Und das liegt vielleicht auch daran, dass man hier die stärksten Mannschaften in der Liga hat. Das ist ja so eine unglaubliche Dichte. Egal,
egal ob Leicester City, Southampton, wir haben da natürlich auch hier den FC Chelsea, Tottenham, Liverpool, City und wie sie nicht alle heißen, auch die Gunners, die man zum Beispiel gar nicht hier oben sieht, ja, auch die muss man erstmal schlagen und gegen die muss man erstmal Treffer erzielen. Wir haben es dann aber doch irgendwie geschafft und Ronaldo hat in jeder Liga abgeliefert, ja, ausgeklammert die Premier League, war überall der beste Spieler, auch im Kader, der effektivste mit den meisten Toren. Wir haben es also bis hierhin geschafft. CR7 durchreist also ganz Europa, die 5 Top-Ligen und hat überall genetzt, was das Zeug hält. Deshalb sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn ihr es öfter sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt fleißig Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!